Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußball Manager 13. Ja, die letzten beiden Folgen haben wir zwei bittere Niederlagen einstecken müssen. Zum einen aus in der Europa League im Viertelfinale gegen Lazio Rom und dann noch bittere 1-0 Niederlage zu Hause gegen Leverkusen. Erneut, wie schon im Pokal, Benny Höwedes mit einem Eigentor. Also, der hat es dieses Jahr irgendwie mit den Eigentoren, ne? Das ist irgendwie statistisch erfasst hier. Nee, Pokal, hier muss noch stehen Eigentore. Naja, gut. Was soll's? Was sollen wir machen? Es muss weitergehen erstmal, ne? Schalay, wie gesagt, wird verliehen im Winter. Marika wird gehen. Wolski wird wahrscheinlich auch verliehen werden. Höger, wissen wir noch nicht, was wir damit machen. Gibt ein. Vor allem, auch was die Bank anbetrifft, gibt es einen kleinen Umbruch sozusagen. Also, da gibt es ein paar neue Spieler. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal gegen Eintracht Frankfurt. In dieser Woche. Training machen wir jetzt mal auf Standards in dieser Woche. Individueller Spieler. Ja gut, die sind alle ein bisschen erschöpft. Oh, ein bisschen höher. Intensität ein bisschen höher geht. Bei allen. So, was haben wir hier? Pokal-Halbfinale. Hansa unterliegt Greuther Fürth am Ende mit 0:3, aber immerhin ins Halbfinale gekommen. Hansa Rostock, was für eine Leistung. Hier sind sie wieder ein bisschen besser drauf als in Wirklichkeit. Und dann auch Leverkusen setzt sich durch gegen Werder Bremen. 1:0 durch Reinhardt. Fürth gegen Leverkusen im Pokalfinale. Das ist ja mal ein Ding. Das ist ja echt mal ein Ding. Leverkusen also gewinnt schon wieder. Clemens kommt zu spät zum Training. Was ist denn mit Clemens los? Das Saisonfinale steht vor der Tür. Wir haben, ja, lösbare Aufgaben gegen Frankfurt, Hamburg, Gladbach, Stuttgart, Freiburg. Bayern hat das leichteste Schlussprogramm eigentlich. Na, was ist das leicht? Mit Hannover und Dortmund eigentlich noch direkte Duelle da. Heißt, sie nehmen sich die Punkte noch weg. Aber warum die grünen Sterne? Na gut, Bayern ist halt stärker halt. Dortmund auch noch. Ja, okay. Geht eigentlich das Restprogramm mit den Bayern halt noch. Frankfurt ja auch noch da unten mit drin. Also das müssen wir auf jeden Fall gewinnen, das Duell, damit wir die uns jedenfalls erstmal auf Abstand halten. Aber die spielen natürlich eine saubere Saison hier. 5-Sterne-Saison. 5 Sterne Form. Wir sind natürlich auch gut in Form unserer Saison. Na gut, die ist eigentlich nicht so schlecht unsere Saison. Klar, wir zittern um den Einzug in die Champions League. Im Hinspiel zieht der Huntelaar 2 Tore, stand da eben. Martin Milne mit die Fitness wieder besser. Jetzt haben wir hier Garix Frische. Eieiei, Görri Garix. Frische sieht anders aus. Gut. Kriegt heute mal eine Pause. Arturo Uscida heute von Anfang an dabei. Wie gesagt, Max auch auf der Bank, kriegt auch mal wieder eine kleine Pause. Braucht er ja auch, er soll ja nicht verheizt werden, heißt das gute Wort, ja. Weder Marika noch Schalay nehme ich mit auf die Bank. Neustädter oder Jones. Jones ist gut in Form, bleibt Jones weiterhin. Ansonsten bleibt das Mittelfeld auch so. So, B-Jugend gewinnt 5-0 gegen Wolfsburg, auch gut. Keine Freikarten für Hauptsponsor, okay, das müssen wir auch wieder machen. Klaus Fichtel. Hat Adrian Blank auf Stufe 6, okay. Holzinger hat getippt Vertragsangebot, okay, der ist nächste Saison zweite Mannschaft. Clemens kommt zu spät zum Training. Ach, nanu. Scouting abgeschlossen von City. Frankfurt abgeschlossen und ja, Adriane Blanco. Hi, ja, ja, Heidewitzka. Kriegen wir den vielleicht? Für die zweite Mannschaft erstmal. Vierjahresvertrag. 350.000 Gehalt. Handgeld kriegt auch noch ein bisschen was drauf. Mal unterbreiten. Mal schauen, nochmal Barcelona, ne? Höchster Formgewinn. Franco Neubart. VfC Plauen Interesse. Wow, Plauen Interesse. So, dann gucken, müssen wir noch ein bisschen Aufbauarbeit leisten hier vielleicht. Papadopoulos, du hast gut trainiert. Dann schauen wir auf die, die wir weniger gesprochen haben. Philipp Max. Verbessern, muss ich auch ihre Ziele, was hat er für Ziele? Möchte sich verbessern, ja gut. Flanken verbessern. Körperlich muss noch ein bisschen stärker werden. So, ansonsten Garix. Hat gut trainiert. Bastos. Hast dich sehr verbessert bei uns, also auf jeden Fall. Zückt sein Aus und wirft einen Blick auf das Geburtsdatum. Ach komm, Sie Trainer, ich habe mein Level gerade einmal gehalten. Nichts Besonderes. Naja, nu. Oh, suspendieren kann man den auch. Warum? Schauen wir, dass die Mannschaft sein. Ja, gut. Zweite Mannschaft nicht. Muss ich verleihen, wo er? Ja, Ziele muss auf jeden Fall runterschrauben. Ja, noch lange hier. Oh, Clemens. Bisschen traurig. Möchte Stammspieler werden. Na gut, ja.
Gib dem Training alles. Ich tue, was ich kann, erwidert Clemens. Allerdings weiß ich nicht, ob ich noch Luft habe. Ja, gut. Oh, so, Van Wolfswinkel hat gut trainiert, deswegen auch wieder Startelf heute. So, alle haben wir gesprochen. Ja, klar, wenn es dann mal wieder eine kleine Krise, Schwächephase läuft, dann muss man auch wieder alle bei Laune halten. Und jetzt kommt das Ganze natürlich. Clemens auch wieder, als es gut lief, hat er dafür gesprochen, jetzt auf einmal so. Naja, gut, Leute, ab geht's ins Spiel gegen Frankfurt. So, was haben wir heute in der Mannschaft? Wir verlieren das heute auf jeden Fall nicht. Das sollte klar sein. Ab geht's ins Spiel gegen Eintracht Frankfurt. So, also Uchida für Garrix heute im Spiel, denn Garrix braucht mal eine kleine Pause. Jetzt aber die erste Chance für Frankfurt, Ecke vom Schwiegler, aber ein Tick zu kurz und kein Problem für Atsudo Uchida, der also jetzt mal die Chance bekommt und hoffentlich auch gleich wieder da ist. Jetzt die nächste Chance gleich für Frankfurt, Schwiegler prüft Hildebrand aus der Distanz, aber der Keeper der Königsblauen nimmt den mal locker auf. Offenes Spiel, Kombinationsziele Frankfurter, Treffer auf engagierte Schalker, klare Chance gibt es noch nicht. Also im Moment sind wir engagiert, das ist gut. Schalke immer wieder mit hohen Flanken auf die beiden Stürmer. Draxler und Fafan im Angriff. Das ist totaler Blödsinn, was hier steht. Büttner hat bei einer harten Aktion von Schwiegler etwas abbekommen, wird dann schon für den Rand behandelt. Er kommt aber umgehend auf den Rasen zurück, immerhin. Jetzt die Chance für Schalke. Erstmals wirkt die Frankfurter Abwehr da nicht ganz sattelfest. Van Wolfswinkel ist einen kleinen Tick schneller als sein Kontrahent und spitzt die Kugel vor das Tor. Groß rettet per Kopf zur Ecke. Und die Ecke kommt von Bastos. Er zieht den Eckstoß von der rechten Seite vom Tor weg. Der Ball segelt aus dem Strafraum heraus und kommt vor die Füße von Alexander Büttner. Dessen Schuss geht aber links am Tor vorbei. Marco Ross, gelbe Karte nach taktischem Foul. Auch gut. Konnte dann Konter unterbinden und Büttner zeigt wieder mit einer 1. Also jetzt war wieder die Frankfurter im Angriff. In einer Mattenwurfflanke kommt Schwegler per Kopf zum Abschluss. Aber Hildebrand pariert. Lenkt das wieder aber genau zu Meier. Der aber aufs 5 hinter dem Außennetz scheitert. Gott sei Dank. Eine gelungene Aktion gegen Draxler. Ruhig baut der eigene Angriff auf. Ist noch nichts Festes hier. Jetzt Frankfurt wieder mit der Chance. Leute, konzentriert euch mal wieder. Lakic hat sich davon geschwommen. Er hat eine schöne Steilvorlage von Aigner am Strafungsspiel. Der clever den Rücken der Abwehr. Den freistehenden Alex Meyer, der aus 12 Metern trocken ins vom Hildebrand verlassene Tor schieben will, aber kläglich verzieht. Van Beuten ist im Winter hier nach Frankfurt gewechselt und sieht die gelbe Karte, nachdem er einen Fehler von Aigner ausbügeln muss. Und Van Wolfswinkel dann halt faulen muss. Nächste Chance Frankfurt. Und wieder nicht. Oh, oh, oh. Möglichkeit für Frankfurt. Rode spielt, also der Mannschaft, die nicht passt, Lakic statt selbst zu schießen. Leute, das geht nun könnte gar nicht so. Und da fällt auch trotzdem das Tor für uns. Jawohl. Jetzt sind wir mal die Nutznießer. Und er ist wieder da. Er ist wieder da. Draxler schießt aus gut 22 Metern. Zweimal abgefälscht. Zuletzt von Rode. Prallt der Ball schließlich. Hunter lag glücklich vor die Füße. Der schießt aus 12 Metern an Trapp vorbei zur Führung. Jawohl, Leute. Das ist genau so. Darauf müssen wir lauern. Sonst kriegen wir das so oft zu spielen, nutzen unsere eigene Chance nicht und kriegen dann das Gegentor. Heute haben wir das Glück mal. Jawohl. Leute, wir sind im Soll. Spielergespräche, Hildebrand loben, Büttner loben, Papadopoulos loben. Also, ja, Huntela auch. Nanu. Ach, Mensch, ey. Was die Benotung angeht, ist echt bitter hier. Draxler. Kriege ich da gleich mal eine Massage. Genauso wie Alexander Büttner. Und Papadopoulos. Aufstellung. Gibt's nichts zu ändern. Ab geht's in Hälfte 2. 1-0 Führung zur Pause. Alle warm laufen. Guter Angriff gleich mal. Huntela ist aber viel zu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss. Mit klarem Tor vorbei. Unsere Entscheidung. Verfahren führt den Ball auf den Flügel. Gegen Otschipka ist nur noch ein wenig mit entfernt. Was wollen sie ihm zurufen? Außen vorbei und flanken. Jefferson, genauso muss es sein. Hoffentlich klappt das auch. Jawohl, das ist 2-0. Meine Ansage hat es wieder gebracht. Julian Draxler, sein zweiter Saisontreffer erst. Verfahren führt ihn auf den Flügel. Hansa-Fan scheint ihm etwas zuzurufen. Der schaltet den Tobe ein, geht an Otschipka vorbei. Ein kurzer Blick, dann folgt eine kluge Flanke auf den Kopf von Draxler, der den Ball eiskalt im Netz versenkt. Doppelschlag also. Kurz vor der Pause und kurz nach der Pause. Draxler spielt einen Millimeter genau und passt den Lauf wie von Van Wolfswinkel. Der sofort die lange kurze Ecke anvisiert, aber nicht mit Kevin Trapp. Heute der Eintracht. Fängt das Leder sicher. Na, das sieht doch wieder sehr gut aus. Otschipka, taktisches Foul an Klaas-Jan Huntela. Und gefährliche Freistoßposition noch dazu. Sieht dafür natürlich die gelbe Karte. Gucken wir mal, was das wird mit dem Freistoß hier. Bastos aus halblinger Position. Der brasilianische Nationalspieler. Er ist doch Franzose, oder nicht? Er hat das Leder aus 6 mm jedoch weit über das Tor. Stadion ist ausverkauft. Oder ich weiß nicht, ob ich mich das jetzt irre, ob Bastos ein Franzose ist.
Gut, nächste Chance für Schalke. 3-0. Nach der schwachen ersten Halbzeit drehen wir jetzt hier richtig auf. Nochmal Jule Draxler. Fafan dreht auf der rechten Seite durch und schlägt den Ball flach, flach in die Mitte. Dort Lauer von Wolfswinkel den Ball wie eins der Bomber annimmt. Sich drehen, aufs lange Eck zielt. Herauskommt ein harmloser Roller. Doch Draxler bekommt die Fußspitzen an den Ball und drückt ihn so über die Linie. Jawohl. Auch jetzt gibt es natürlich dann die Wechsel. Ganz klar. Hövedes wird rausgehen. Für ihn kommt Joel Martin ins Spiel. Fünfte gelbe Karte braucht er sich nicht mehr einholen hier. Und auch für Verfahren wird Christian Clemens ins Spiel kommen. Nächste Chance von Wolfsburg, den Ball nach rechts raus zu Verfahren. Dessen scharfe Flanke kommt aus Tor. Krabb klärt zur Ecke. Rusch in Richtung Tor gewandt, will den Ball Wolle klären und schießt sich selbst an den Kopf. Nochmal Ecke für den FC Schalke 04. Wieder vom Verfahren. Diesmal kommt Trapp raus und hat den Ball sicher. Wir übernehmen die Kontrolle des Spiels, ganz klar. Also ab geht's. Joel Martip für Bernie Hövedes. Mal wieder ein Einsatz für Joel. Hövedes vorbelastet mit Gelb. Und sehr müde. Und Schieder dieses gelben und grünen Foulspiels. Tritt Lackic absichtlich um, war aber längst weg. Eieieiei. Ich glaube, da müssen wir Uschi auch runternehmen jetzt. Nicht, dass er sich da noch eine gelbe Karte holt. Dafür kommt Garrix natürlich ins Spiel. Schauen wir auf die Tabelle. Wir verteidigen Platz 5, weil die Dortmunder gewinnen. Aber Hannover kommt da nach unten. Also, das ist gut. Lanich kommt rein da. Bei den Frankfurtern. 3-0 Führung. Das sieht doch wieder souverän aus. Frust schießen vielleicht jetzt bei unseren Schalkern? Fragezeichen. Denn nach den zwei schlechten Spielen Lazio und Leverkusen. Pfosten jetzt mal bei Eintracht. Guck an. Die können auch mal was. Pimmin Schwegler. Freistoß. Der nimmt einige Schritte Anlauf, schießt am Vorsprung durch die Mauer aufs Tor. Hildebrand sieht relativ spät den Ball, taucht dann blitzschnell in die rote Ecke. Der Ball klatscht gegen den Pfosten, von da an den Kopf des Torhüters und dann das Tor aus. Da hat Hildebrand aber Glück gehabt. Jetzt haben wir übernehmen weiter in die Kontrolle hier, also hier brauchen wir nichts mehr anbrennen lassen. Und dann mit 7 Punkte Vorsprung auf die Frankfurter auf Platz 6. Und damit sollten wir auch schon die Europa-League-Sieger haben, denn dann sind noch 4 Spiele. Jawohl, wir haben mehr als 12 Punkte Vorsprung. Europa League haben wir schon mal sicher. Gute Flanke. Büttner auf den Kopf von Wolfswinkel, aber stattdessen Kopfball geht weit am Tor vorbei. 2 Minuten wird es Nachspielzeit geben. Und fällt sogar nochmal ein Tor für uns. Nee, Papadopoulos fasst jetzt 24 Meter an den Herz, nutzt dabei aber. In Frankfurt spielt der Torwart Libero jetzt. Guck an. Langer Pass von Martin Arnig in die Spitze. Hildebrand zögert nicht und sprintet wie alt aus dem Tor. Kann Haaresbreite von Matmo klären. Ganz stark Timo Hildebrand. Also auch er wieder mit einer starken Partie heute. Und das ist es. 3-0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Europa League haben wir schon mal sicher. Das steht fest. Wir sind international vertreten. Also halbes Saisonziel ist erreicht. Jetzt heißt es nur noch hier eins Platz 3 holen. Also gut, Leute. Bis gleich zur Nachbetrachtung. So, Leute. Am Ende doch ein verdienter Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt hat in der ersten Halbzeit ihre großen Chancen nicht genutzt. Dann haben wir mit der ersten Chance, Udo mit der zweiten Chance, das erste Tor gemacht. Kurz vor der Pause, kurz nach der Pause nochmal zugeschlagen durch Huntela. Also Huntelaar macht das 1-0, das wichtige 1-0, macht Klaas und Huntelaar also wieder, also er ist wieder da und schon läuft das Ding hier wieder. Sein 28. Saisontreffer. Im 28. Einsatz dazu noch. Und eine Torvorlage auch noch, also Huntelaar ganz stark. Büttner aber bester Mann, zusammen mit Timo Hildebrand, 1,5. Alexander Büttner, überragender Mann, muss man dazu sagen. Was haben wir sonst noch? Görgi Garrix, auch eine 1,5 nach Einwechslung, also auch er... Wurde ja geschont zum Beginn des Spiels. Uchida, ja, hätte eine rote Karte kriegen müssen, um ihn dann den Schutz in dem haben wir ihn runtergenommen. Martip auch ganz gut gespielt. Endlich mal wieder einen Einsatz gehabt und gleich wieder eine Note 2. Sehr gut. Hövedes auch aber eine gute Leistung von unserem Kapitän, der jetzt letztes Jahr schwächelte. Verfahren mit einer Torvorlage, Draxler mit einer Vorlage und 2 Toren, also auch eher stark heute. Hat 3 Tore, 3 Vorlagen. Bisschen wenig noch für ihn, aber dafür hat er eine Hinrunde eher seltener gespielt. Von Wolfswinkel, okay. Philipp Max hat mal eine ganze Pause gekriegt. Auch nicht so schlimm. Der hat in der Zukunft noch vor sich. Also, Markwell hat sich aber immer gesteigert, ne? Ja, 1 Million Markwell hat er jetzt. Vertrag bis 2017, glaube ich, da müssen wir noch einen neuen Vertrag aushandeln irgendwann, die nächste Zeit. Statistiken: 3000 Schalker waren wieder dabei, haben den 13-0 Sieg gesehen. Aus den letzten 6 Spielen, also 5 Siege geholt, das ist eine atemberaubende Bilanz. Leider kommen wir in den entscheidenden Momenten nicht die Plätze hier oben festmachen. Leverkusen jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Bayern München und Borussia Dortmund. Das ist echt ein Ding, dass die Vizekusen dann hier noch Meister werden würden. Also hier ist die Meisterschaft extrem spannend. Schauen wir nach. Hannover gewinnt, verliert also das direkt gegen die Bayern mit 1-2. Hannover damit mit der dritten Saisonniederlage erst. Wir gewinnen 3-0 gegen Frankfurt. Werder Bremen unterliegt Wolfsburg 0-1. Damit schafft sich Wolfsburg vom letzten Platz hoch auf Platz 15. Nürnberg jetzt letzter. Eieieiei. Leverkusen gewinnt schon wieder.
3:0 gegen Hoffenheim, Stuttgart, Freiburg 0:0, Dortmund 2:0 gegen Mainz, Gladbach 4:0 gegen Augsburg. Und Werder Bremen ist durch die Niederlage jetzt da im direkten Duell auf Platz 17. Also das wird noch richtig spannend dort. Und 4 Spiele sind jetzt noch. Stimmen zum Spieltag, gucken wir an. Kiesel hat viel Spaß am Fußball, schön. Wir haben das Spiel hinten kontrolliert, nach vorne das Nötigste gemacht. Das war für den Sieg ausreichend. Wir haben einen mehr oder weniger ruhigen Nachmittag erlebt. Armin Fee sagt, wir hatten keine Ordnung, ja. Aber als Aufsteiger spielen sie trotzdem die überragende Saison. Verfahren in der Elf des Tages, freut mich für ihn. Leider nicht Büttner, der jetzt auch einen verdient gehabt. Teamleistung war heute die beste, jawohl, sag ich doch. Also es war ein verdienter Sieg heute, 9 Chancen. Gucken wir auf bester Spieler. Hundela weiterhin da vorne. Aber Kiesi hat wieder ein paar Tore gemacht, wahrscheinlich. 2 Stück, um genau zu sein. Fair Play. Was haben wir da Schönes? Tim Klose mit 14 gelben Karten. Wow. Ha. Wir sind weiterhin die feste Mannschaft der Liga. Das ist auch gut. Sehr schön. Jetzt geht's also zu Hause gegen HSV. Auch das werden wir uns aber nicht angucken. Ganz klar, das geht ganz normal im Textmodus rüber. Unser zweiter Flick in die zweite von Düsseldorf. Das ist auch schade. Sonderprämie, mach nicht stark, kriegt eine Sonderprämie, okay. Spielbericht, wer hat da die Tore gemacht? Ach, da spielt Ilse in der zweiten. Ach du Scheiße. Oh, wechselt nach Aachen in der nächsten Saison. Ansonsten, bei uns haben gespielt Torres mit 0:5, Meier mit einem Tor. 93 Spiele, 3 Tore und Vorlagen 5 Stück. Schick, Maxi Meier. Wie viele Schalker waren da mit zu Hause? 400. Sind wohl die Heimgebliebenen gewesen. Mannschaft der Woche, Verfahren haben wir gesehen. Ausrüstung für Ordner. Ihre Ordner benötigen eine Arbeitskleidung. Neue Funksprechgeräte und sonstige Ausrüstung. Das wären 15 Euro für die, okay. Eierung für Torspiel gegen Bayern. Ja, da haben sie letztes Jahr die Meisterschaft geholt. Gut, Leute, das war's erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.